Oma Müller hat 40 Jahre lang in der Neustadt gelebt und musste nun ausziehen. Warum? Weil das Haus, in dem sie gewohnt hat, war ein Privateigentum und der Vermieter hat einfach mal sich dazu entschieden, das Ganze umzuwandeln in eine Eigentumswohnung, weil er damit richtig viel Geld machen kann. Damit sowas nicht passiert und Leute, die hier lange wohnen und gerne wohnen, verdrängt werden, setzen wir als Neustadtpiraten uns für eine Milieuschutzsatzung ein. Das heißt, wir wollen verhindern, dass Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, damit sie dann verscherbelt werden können. Wir wollen, dass bestimmte Umbauten, Modernisierungen genehmigungspflichtig sind und dass es eine Mietobergrenze gibt, in welcher Art und Weise auch immer.